Liebe Hörende, ich muss euch nicht erzählen, was die letzten Monate hier in Köln los war. Babys, Hundewelpen, Babykätzchen haben die Nahrungsaufnahme verweigert. Alte Menschen sind in Trauerflor durch die Straßen flaniert. Fahnen wurden auf Halbmast gehängt. Junge Mädchen haben sich heulend an die Türe unserer Sprecherkabine gekettet. Und da sind wir als Fußballradio Schelsig unserer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung bewusst geworden und uns klar geworden, wir müssen handeln. Und das haben wir. Und wir haben dafür gesorgt, dass er wieder da ist. Jauchzend und frohlocket, Habemus Granate, er ist zurück. Hi Hendrik. Hi Chris, ich bin echt beeindruckt von dieser Einleitung. Masaila verliert fast das Kopfballduell gegen sich selbst. Ja. Kann in der zweiten Version den aber noch gewinnen. Was wir vielleicht noch sagen können, was haben wir hier eigentlich für einen Blick, lieber Jakob? Also ich finde, das ist einer der besten Blicke, die wir hatten in dieser Saison. Also ja, das ist nicht das nächste, aber es sind bestimmt nur 20 Meter Luftlinie hier zum Platz. Maximal. Also ich kann nicht weit werfen, haben wir ja jedes Jahr in den Bundesjugendspielen gesehen, aber das könnte ich schaffen. Und wir sehen, dass David Philipp sich zunächst mal wieder von der Bank entfernt hat und sich drüben auf der Seite vor dem Fitnesszelt, heißt es offiziell Fitnesszelt, ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall das Zelt mit den Fitnessgeräten, dort macht er sich wieder. Ich hätte das Frühkölsch-Zelt gesagt. Das würde auch passen, ja, aber wir machen da kein Name-Dropping mehr. Du nicht? Das ist nichts für? Da habe ich besser mich verkauft dazu, Chris. Ja, manche machen nicht alles für Geld. Ha, der war nicht schlecht, oder? Nee. Der wertvollste Spieler bei Almere City mit 600.000 Mark wert. Kann man mal machen. Nicht Mark, da muss ich leider etwas korrigieren. Das ist schon lange her. Wir haben Euro. Kann das sein? Marktwert. Ja, Marktwert. 600.000 sagtest du? Ja, 600.000 Euro Marktwert. Marktwert. Ach so, ich habe das. Schau mal bitte, weil das ist wieder mein Alter. Ich habe das wieder nicht richtig verstanden. 600.000 Mark habe ich verstanden. Und jetzt liegt wieder einer. Der Schiedsrichter sagt, nee, das war nichts, aber die Zwickauer kommen jetzt über Eichinger halb linke Seite im Duell mit Chris Dicker. Holt sich den Ball. Nein! Das ist doch nichts, Mann! So nicht schreiben, du Flöte, ey. Leck mir in der Tasche. Was ist hier los? Genau vor der Bank von Thielemann und das war gar nichts gewesen, Freunde. Eins Wille hin, eins Wille her, das war auf jeden Fall nichts gewesen halt. Lecco mio, ey. So, Handle kann aber dann zunächst mal klären, bis in die gegnerische Hälfte. Handle da, na Quatsch, das ist Becker. Das sehen sich ja fast. Nee, Handle und Becker sind sich ähnlich. Wie Zwillinge quasi. Genau, nur 30 cm. Ja. Da sind wir wieder bei den Längen und 30 cm, Chris. Oh Gott. Danke an alle Fans, auch wenn ihr das gerade hier im Real Life hört, auf YouTube, wie ihr gerade da im Gästeblock steht. Ihr habt einen tollen Job gemacht. Unüberdacht, bei solchem Regen, bei solcher Anfahrt an einem Montagabend. Schön, dass ihr alle so zahlreich mit dabei wart.